bedeutet von seinem Wissen den Gegenstand dieses Wissens als die Wahrheit und als den Maßstab seines Wissens. Aber dieser vom Wissen unterschiedene Gegenstand fällt auch ebenso wieder in das Bewusstsein, und die Vergleichung des Wissens und des Gegenstandes ist eine Vergleichung innerhalb des Bewusstseins. Es ist eine bloße Illusion, das Bewusstsein in Richtung auf eine außenliegende Wahrheit beschreiben zu wollen. Die im Wahrheitsbegriff gedachte Korrespondenz von Begriff und Realität hat ihren Ort nicht in der Relation von Bewusstsein und äußerem Gegenstand, sondern innerhalb des Bewusstseins selbst. Oder anders, das Ding, das Kant in seiner zweiten Widerlegung des Idealismus von der Vorstellung eines Dinges unterscheidet, ist ebenfalls nichts als ein vorgestelltes Ding. Und wenn es auch als an sich sein, als Realität vorgestellt wird, so wird es doch gleichwohl vorgestellt. Der Idealismus lässt sich nicht dadurch widerlegen, dass man über das Bewusstsein hinauszukommen ist, zu dem zu vermutlichen Jenseits, zu vermeintlich jenseits des Bewusstseins liegenden und somit des wirklichen Gegenstandes. Die Welt ist uns nur im Bewusstsein gegeben und darüber hinaus ist sie für uns nichts. Und doch ist dies nur die eine Welt der Wahrheit, auch für Hegel. Sonst wäre er wirklich Idealist und nicht Hegel. Denn das, was uns im Bewusstsein gegeben ist, ist eben nicht das Bewusstsein, sondern die Welt. Der Sinn eines Bewusstseinsinhalts besteht nicht darin, dass dieser Inhalt lediglich bewusstseinsimmanent ist. Und der Sinn der Realität als Äußerer besteht nicht darin, nur im Bewusstseinsakt zu sein, sondern vielmehr bewusstseinstranszendent zu sein. Auch wenn uns alles Sein nur in der Wahrnehmung gegeben ist und sich somit die Gleichung esse gleich perpetuum aufzunehmen scheint, liegt das Esse ja gerade nicht im mentalen Akt des Perzipierenden, sondern es ist dasjenige, was diesem Akt als Gegenstand des Perzipierens vorausgesetzt ist und was der Perzeption durchaus unähnlich ist. Um es noch einmal mit den Worten des hegelischen Systementwurfs 1 zu sagen, das Bewusstsein ist nicht nur die eine Seite des Gegensatzes, aber es ist für die Eigenschaft des Individuums die Seite der Idealität gegen die Seite der Realität, sondern das Bewusstsein ist der Punkt der Vereinigung von Idealität und Realität, von Wissen und Wahrheit. Es ist deshalb auch nur die halbe Wahrheit, Hegel an Idealisten zu nennen. Die andere Hälfte der Wahrheit ist sein ontologischer und auch epistemologischer Realismus. Wenn man mit den Mitteln der üblichen Terminologie formulieren will, muss man sagen, Hegel hat am Idealismus fest, aber er vertritt zugleich einen epistemologischen Realismus. Die Welt ist uns im Bewusstsein gegeben, aber sie ist uns im Bewusstsein als eine Bewusstseinstransformation gegeben. Und dieser epistemologische Realismus setzt notwendig einen ontologischen Realismus voraus, die Annahme einer vom Bewusstsein unabhängigen Existenz der Welt. Wir könnten über die Welt ja keine wahren Aussagen machen, wenn sie nicht unabhängig von uns behandeln würden. In seiner Wissenschaft der Logik schließlich zieht Hegel die systematischen Konsequenzen aus den epistemologischen Einsichten der Wiener Jahre. Der Prozess der Formulierung dieser Einsichten und der aus ihnen gezogenen Konsequenzen lässt sich jetzt in den Texten, die Hegel in seinem Unterricht am Nürnberger Gymnasium vorgetragen hat, im Detail verfolgen. Und gelegentlich finden sich hier Formulierungen, die denen der Wissenschaft der Logik an Schlichtheit und Prägnanz überlegen sind, sodass sich diese Texte auch gut zur Heranführung an die Wissenschaft der Logik eignen. Das eine herausragende Charakteristikum dieser neuen Konzeption, wie wir sie erst nach Hegelsener Zeit auf dem Wege zur Wissenschaft der Logik finden, ist die Einheit von Logik und Metaphysik. Und dieser Aspekt hat in der Literatur auch viel Beachtung gefunden. Die Funktion, die früher die Metaphysik hatte, ist nun an die Logik übergegangen. Die Metaphysik als solche gibt es nicht. Das andere, nicht minder wichtige Charakteristikum
sondern die ihm selber angehört. Und dies klingt idealistisch. Zugleich aber betont er, diese Rolle des Denkens sei auf der anderen Seite nicht so zu verstehen, als ob diese Einheit erst durch das Denken zu den mannigfaltigen der Gegenstände hinzugehen kann und die Verbindung in dasselbe hinein möchte, sondern sie, die Einheit und ihre Bestimmungen gehören ebenso sehr dem Objekt an und machen dessen wesentliche Natur aus. Und dies klingt nicht minder realistisch, und so ist es auch. Es ist deshalb ein schlechtes Unterfangen, diese Einheit des Denkens und des Gegenstandes im Bewusstsein wieder nach der einen oder der anderen Seite auflösen zu wollen, also wieder in den Gegensatz von Idealismus und Realismus zurückzufallen, dessen Verbindung durch das Ziel Hegels und auch seiner Zeit möglich ist. In Hegels Einsicht liegt in der Aufhebung des Gegensatzes des Bewusstseins, in der Befreiung von dem Gegensatz des Bewusstseins, die sie von der Phänomenologie des Geistes vollzogen worden ist, die entscheidende Voraussetzung der spekulativen Logik, ihre einzig mögliche wissenschaftliche Rechtfertigung. Gleich zu ihrem Beginn in der Einleitung überwindet die Phänomenologie den Gegensatz zwischen subjektiven Bewusstseinsinhalten und objektiver Welt, indem sie zeigt, dass die vermeintlich dem Bewusstsein entgegenstehende objektive Welt doch stets eine im Bewusstsein gegebene ist, ohne dass sie dadurch zu einer nur im Bewusstsein vorhandenen Welt wird. An dieses Resultat knüpft Hegel auch in der Fußnote zu einem der Nürnberger Entwürfe zur Logik auf. Ganz bekannt, Ich und Gegenstand hier gleich im Bewusstsein. Also, das Ich und der Gegenstand stehen hier im Bewusstsein in Einheit. Und es ist vergebens, den Gegenstand gleichsam ohne das Ich haben zu wollen, als ob er erst so in seinem An sich erkannt wird. Sein An sich liegt vielmehr im Wissen. Und außer diesem Wissen ist er gerade nicht an sich. Wir haben auch die Denkbestimmungen, deren vollständige und geordnete Aufstellung die Wissenschaft der Logik ist, kommt deshalb ein anderer systematischer Status zu als den Verstandes- und Vernunftbegriffen der transzendentalen Logik. Für Hegel sind sie nicht mehr die Bestimmungen der Entium, also Bestimmungen des Seinsbestimmungen, im Sinne eines naiven oder auch eines metaphysischen Realismus. Denn ein solcher bloß naiver oder metaphysisch naiver Realismus meint natürlich, von der Rolle des erkennenden Subjekts völlig absehen zu können. Wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, dass solche von ihm in einer äußeren Relation verlegten Bestimmungen in dieser Welt gar nicht vorkommen, so verfällt er in einen unproduktiven Skeptizismus. Die logischen Bestimmungen sind aber auch nicht im Sinne des kantischen Realismus zu nehmen, der ihnen, wie Hegel sagt, aus Angst vor dem Objekt eine wesentlich subjektive Bedeutung gibt. Kant versteht sie als bloße Bestimmung des Verstandes, die im Dienst der Systematisierung von Sinnesdaten zu Erscheinungen oder Forschungen besteht, jenseits der und erste Dinge, die sie an sich selber sind, vermutet wird. Doch vielleicht wäre es wichtiger, statt weder noch, sowohl als auch zu sagen. Die logischen Begriffe sind sowohl Denkbestimmungen als auch Seinsbestimmungen. Und deshalb ist ihre übliche Bezeichnung als Denkbestimmungen streng genommen einseitig und missverständlich. Sie sind damit aber nicht etwa etwas Drittes neben Seins- und Denkbestimmungen, sondern diese sind lediglich einseitige Abstraktionen von derjenigen Einheit, für die unsere Sprache gar kein Wort hat, weil sie sich nicht von den einseitigen Abstraktionen des Idealismus und Realismus lösen kann. Um diese Einheit zu bezeichnen, wäre am ehesten von Notionis Communis im Sinne des Spinozas zu sprechen. Hegel greift stattdessen zu einem zugegebenermaßen paradoxen Ausdruck und spricht vom objektiven Denken, vom Gedanken, insofern er ebenso sehr die Sache an sich selbst ist. Und er resümiert, dieses objektive Denken ist denn der Inhalt der reinen Wissenschaft.
Ich habe den Akzent hier auf diesen fundamentalen Fragen des Ansatzes der Wissenschaft der Logik gelegt, auf ihre Zugehörigkeit zu dem Problemzusammenhang, dessen Bearbeitung mit Kant beginnt, und auf die spezifische Lösung dieses Problems gibt. Deshalb bin ich näher auf die Ausarbeitung dieses Programms in der Logik eingegangen, auf die Analyse ihres Umfangs und auf die Form ihrer kleinen Dynamik der Denkbestimmungen des objektiven Denkens. Und es wäre sinnlos, am Ende noch ein paar flüchtige Bemerkungen hinzuzufügen. Stattdessen, ja, jetzt muss ich vielleicht sagen, stattdessen wollte ich eigentlich noch im Duktus meine bisherigen Überlegungen fortfahren und die negativen oder positiven Bedingungen andeuten, unter denen Liebeslösen als Aussichtsweise erscheint. Aber ich denke, ich will auch das nur noch andeuten, wie wir den Vortrag abbrechen. Ich hatte noch so ein paar Überlegungen vor, zu der philosophischen Tragweite dieser Konzeption, aber in der Zeit gebracht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diesen sehr aussichtsreichen und ja, sehr komprimierten Vortrag. Ich versuche das jetzt in einigen Worten in Türkisch zusammenzufassen. Profesör Yeşke, Alman felsefesini idealizm ve realizm ilişkisini ve bunların arasındaki sorunun çözümü için bir girişimde bulunan dizge veya bilimler dizgesi olarak yorumladı. Öncelikle Kant'ın Arus'un eleştirisine değindi ve orada Kant'ın idealizm ve realizm sorunu arasındaki ilişki tam olarak çözemediğini söyledi. Daha sonra Jacobi'ye kısaca değindi. Özellikle Jacobi'nin Hegel'in öncüsü olduğundan dolayı kısaca bir değindi. Fakat onun da bu sorunu çözemediğini söyledi. Ama bu sorunun ancak Hegel'de çözüleceğini belirtti. Hegel sadece idealizm ve realizm iddiasında bulunmanın gülünç bir soyutlamalar olduğunu söylediğini söyledi. Daha sonra Hegel'in kısaca bunu nasıl, bu sorunu nasıl çözümlediğine girdi. Hegel'de özellikle de bilinç bir birlik veya bir bileşimdir dedi. Bilincin son olarak da saltık bir töz yani absolut substans olduğunu söyledi. Bu da tabii ki mutlak ve absolut saltık töz olan bilinçte ben ve nesnenin bileşimi olduğunu, bileşiminin gerçekleştiğini söyledi. Hegel'in Jena dönemindeki epistemolojisinin ve mantık biliminin idealizm ve realizm arasındaki karşıtlığı özellikle de çözebileceğini söyledi. Sonra oradan kısaca mantık belirleniminin ne varlık ne de düşünce belirlenimi değil de aynı zamanda varlık ve aynı zamanda düşünce belirlenimi olduğunu söyledi. Çünkü nesnel düşüncenin veya bu mantık belirlenimlerinin nesnel düşünce belirlenimleri olduğunu söyledi. Yani das objektive denken. O konulara maalesef giremiyorum dedi. Daha çok açıklamak istedi. Fakat zaman kısıtlığından buna giremeyeceğini söyledi. Şimdi tartışmayı açıyorum. Sorularınızı alabilirim. Ich eröffne die Diskussion. Ich bitte auf Ihre Beiträge. Biraz sesli konuşabilirim.